Im Laufe vieler Gespräche mit CEOs und CHROs in Deutschland kam immer wieder die Frage, warum ich überhaupt auf schwarzen Frauen in Deutschland fokussiere. Ob ich das relevant finde, ob genügend schwarze Frauen in Deutschland gibt, dass es das überhaupt Sinn macht. Und meine Antwort dazu ist und war zu dem Zeitpunkt zweispaltig. Punkt 1. Gleichberechtigung sollte keine Farbe haben. Das heißt, wenn wir für Gleichberechtigung kämpfen, müssen wir für alle Frauen kämpfen. Und um das zu tun, müssen wir verstehen die verschiedenen Hindernisse, jede Gruppe entgegenkommt. Punkt 2. Und das war eigentlich ein wichtigerer Punkt, denke ich. Und das war, und ich muss das auch selber zugeben, ich kann nicht direkt im Sinne von außer Erfahrung zu der afrodeutschen Erfahrung sprechen, aber was ich sagen kann als eine deutsche Frau in München seit 8 Jahren, ich kann schon bestätigen, dass ich persönlich habe nichts bis zu einem bestimmten Punkt. Ich hätte auch wahrscheinlich gefragt, gibt es so viele schwarze Frauen in Deutschland? Hätte ich die Frage gestellt. Außer von den üblichen, die alle kennen, gibt es welche, die in Vermögensverwaltung oder in Management Consultancy oder in andere Industrien arbeiten. Und meine Antwort damals wäre nein gesagt, ich habe keine gesehen. Aber ich müsste auch was zugeben. Und ich müsste auch daran denken, wie könnte das sein? Und die Antwort war sehr klar. Ich habe mich nicht damit beschäftigt. Ich hatte meine Augen nicht auf. Ich habe es nicht gesucht. Und das ist keine Ausrede für die existierende Firma. Es ist eher zu sagen, ich habe mich nicht damit beschäftigt. Aber sobald ich meine Augen richtig geöffnet habe, ich kann schon zugeben. Ich werde auch zugeben. Ich habe so viele schwarze Frauen erstens in Deutschland gesehen. Ich habe mich in Kontakt gesetzt und ich habe auch viel gelernt. Und das ist zu sagen, es ist nicht nur meine Erfahrung, das hier zählt, nur weil ich schwarz bin, sondern ich war offen genug zu sagen, meine Erfahrung ist anders. Aber auf der anderen Seite, es war eher zu sagen, ich habe das jetzt gesucht. Das Wort auf Englisch heißt Intentionality. Ich habe mit Absicht andere schwarzen Frauen gesucht. Schluss, fertig. Und das ist auch die Möglichkeiten, die Firmen haben. Weil man muss auch ein bisschen weiterdenken. Es ist nicht nur kurzfristig. Es ist schon bewiesen, dass es eine große schwarze Community, ja, kann man das auch benutzen, ein sehr großes schwarzes Community in Deutschland. Aber es ist keine Ausrede zu sagen, wenn es nicht verifiziert wurde, diese Gemeinschaft ist zu klein, dass wir was hier tun. Weil es wird genau andersrum. Wenn diese Gemeinschaft so klein ist, sollte man rein theoretisch noch mehr tun, dass diese Stimmen gehört werden, dass diese Leute gesehen werden, vor allem, dass die auch unterstützt werden. Und das heißt, je weniger es gibt, desto mehr muss getan werden. Keiner hat gesagt, dass Gleichberechtigung, dass Racial Equity eine einfache Reise wert ist. Aber was man weiß, wenn man sagt, ja, ich bin committed to diversity, ich unterstütze Frauen, ich unterstütze XYZ, muss man auch bereit sein, dass es hart wird. Die Ergebnisse lohnen sich immer.
aber es wird nicht einfach. Aber das sollte keine Ausrede sein, das sollte kein Thema sein, wo man sagt, ich tue das nicht. Und das ist wirklich für mich, was in meinem Kopf bleibt. Weil wenn man rumschaut, nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit, weltweit, man kann nicht mehr behaupten, dass man nicht weiß, was los ist. Man kann nicht mehr die Probleme, wenn Gleichberechtigung fehlt, ignorieren. Genauso, dass man Rassismus nicht ignorieren kann. Alles gehört dazu. Alles gehört dazu. Deshalb, wenn man an ESG denkt oder ESG denkt und was man innerhalb des Firmen tut oder auch außerhalb, wenn man wirklich auf diese sozialen Komponente fokussiert, man ist auch verpflichtet, nicht nur an Frauen zu denken, sondern auch auf allen Frauen. Diversity, Gleichberechtigung sollte nicht anders aussehen in Deutschland, als es aussieht in England zum Beispiel. Aber das Verständnis, meiner Meinung nach, ist ein bisschen anders. Kann auch sein, dass ich falsch habe oder Unrecht habe, sorry, aber denke ich nicht. Es sieht anders aus. Und es gibt viel zu tun. Die Frage ist, wie lang sind Firmen bereit zu warten, bis sie keine Chancen mehr haben? Oder werden sie dann proaktiv? Wärst du jetzt proaktiv? Werdet ihr jetzt proaktiv? Bin ich jetzt proaktiv? Die Frage muss auf jeden Ebene gestellt werden. Eine Gesellschaft zu verbessern ist nicht nur die Verantwortung von der Führungskraft, sondern von uns allen. Deshalb muss man die Zeit nehmen und ein bisschen mehr daran denken, was heißt Gleichberechtigung? Was heißt das? Und wie sollte das aussehen, vor allem in Deutschland? Welche Leute in Deutschland repräsentieren, sind die Stimme für Gleichberechtigung? Sind wir alle repräsentiert? Und wenn nicht, dann gibt es viel mehr zu tun. Das heißt, danke nochmal und schönen Tag noch.